Ein Escape Room ist ein Rätselraum, bei dem kleinere Gruppen, zwischen 2 und 6 Personen meistens, in einen Themenraum eingesperrt werden und mit Hilfe von Tipps von außen den Raum innerhalb von 60 Minuten erfolgreich verlassen müssen. Man kann zwar uns anrufen, mit uns einen Termin vereinbaren. Das kann auch spontan sein, das kann auch längerfristig sein. Wir sind da relativ flexibel. Es gibt eine kleine Einführung, wir erklären die Basics, Schlösser, die Regeln, wie bei uns das Spiel abläuft. Und danach begleiten wir die Leute in die Räume rein. Es gibt eine kleine Geschichte, damit die wissen, auf welchen Raum sie sich einlassen. Und dann haben sie den Raum für sich, 60 Minuten. Und wir hoffen, dass sie den Raum erfolgreich innerhalb dieser Zeit lösen. Es ist eine Herausforderung, deswegen wird es meistens knapp. Wir sind eigentlich passionierte Escape Room-Spieler. Wir haben selber sehr viel gespielt, überall wo wir so waren, im Umkreis, im Ausland. Und irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, weil wir alle aus Erlangen kommen, warum gibt es das in unserer Stadt nicht? Ich glaube, unsere Räume macht besonders, dass wir die von Grund auf selber gebaut haben, also wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Für alle Altersklassen, sage ich, ist auch was dabei. Von Sherlock wird vermisst, die brennende Verschwörung. Und mit unseren neuen Räumen Subway und Besessen, wo Besessen auch ein bisschen was für die Gruselfreunde ist, weil wir da auch eine Live-Schauspielerin dabei haben. Ansonsten haben wir von Kindergeburtstagen, Junggesellenabschiede, Teambuilding-Maßnahmen, alles Mögliche. Wir sind sehr froh, dass es sehr gut ankommt und dass die Leute wirklich mit sehr viel Spaß und mit sehr viel Lust zu uns kommen. Auch, dass unsere Art und Weise bei den Leuten gut ankommt. Ich bin der Chris. Ich bin Abo. Ich bin auch der Chris. Und wir sind die Gründer von Escape Time Erlangen.